Willkommen im Reich der Schatten. Und hier zu einem weiteren Duell bei Legacy of the Duelist Link Evolution. Heute spielen wir gegen einen Bot. Hier sehen wir es. Julio heißt der. Moin. Servus an der Stelle und vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ja, du hast ein Bot-Bild. Du bist ein Bot. Ja, kann ich nur zurückgeben, ne? Ja, ich bin die künstliche Intelligenz. Du bist der Bot. So ist es natürlich nicht. So, los geht's hier. Und zwar Schere, Stein, Papier. Der Meister gewinnt. Und zwar... Das ist schwierig. Oh. Geht weiter. Okay, Mind Games. Gibt's doch nicht hier. Mind Games. So, come on. Das gibt's echt nicht. Okay, fängt gut an. Nein! Okay. Das ist schon mal ein gefühltes 1-0 für mich. Nee, ja, okay, ein Schere, Stein, Papier vielleicht, aber nicht im Spiel. Ja. Wir fangen aber mit kleinen Sachen an, über die wir uns freuen können, ja. Ja, das sind doch die einzigen, die dir bleiben. Wahrscheinlich nicht. Okay, die Hand ist interessant. Solide Hand. Du hast keine Chance. Ich FDK dich. Ich glaube, wir starten einfach mal, indem wir eine Karte setzen. Alles klar. Und dann gebe ich auch schon meinen Zug ab. Ich würde sagen, sehr kreativer Spielzug. Hä, es ist ja gar nichts. Haha, weißt du, was ich kann? Set, Pass, okay. Ich überlege, ob ich eine Karte setze. Soll ich? Nee, mach ich nicht. Endphase, ja, so viel kann dir ja auch nicht passieren, ne? Hä, hast du diesen FDK nicht gesehen? Du und jetzt kommt meine Flip-Beschwörung von der Sturmechse. Oh nein. Ich hätte meine Karte setzen sollen. Dein Monster zurück auf die Hand. Egal, das kann ich verkraften. Und jetzt würde ich sagen, Battleface? Normal beschwöre ich noch eine Karte, zwar die Flammenwellwache. Boah, übertreib gleich völlig. Und jetzt machen wir was ich hier noch nie gemacht habe auf diesem Programm. Ich beschwöre den narbenbedeckten Krieger als Synchro-Beschwörung und der würde ich zerstören, weil er ist narbenbedeckt. Hat er sogar wirklich? Ja. Also sind ja alle verheilt. So ist es. Okay. Dann gehe ich mal in die Battleface. Okay, Problem. Und zack. Ah! Da bist du schon mal bei 5.900. Ich glaube, the pressure is real. Tja, aber du hast eins vergessen. Ich habe mehr Karten als du. Da kommt wahrscheinlich jetzt ein Spalt. Nein, viel besser. Da kommt erstmal ein Copycat. Oh, das ist natürlich auch stark. Ich nutze dir seinen Effekt, um dein Monster zu kopieren. Kritische Situation. Finde ich nicht. Was soll's? Was? So. Das ist belastend. Und du hast 2-1 Schaden mir gegeben, das kriegst du zurück. Attacke! Du verlierst Lebenspunkte! Ich hab doch schon längst geschrien. Nochmal. Oh. Das war ein... das war ja nix. Mainphase 2. Diesmal setze ich meine gute Karte. Und eine Karte set. Ah, er hat gelernt. Du bist dran. Ja, nochmal so viel Schaden wollte ich jetzt nicht nehmen direkt. Okay, dann würde ich sagen, jetzt habe ich mehrere Optionen, die ich machen kann. Schwarzes Loch. Aber ich glaube, das ist... Ja, zeig, was du kannst. Los! Ich glaube, zeig's mir! Einfach mal los! Mit dem schwarzen Loch an! Ich hab doch gesagt, du hast es! Ja. Ja, ganz und ehrlich, ja? Wenn die Anime auch so lange überlegt hätten, wären die Folgen 200 Minuten gegangen. Dann hätten die auch besser gespielt. Oh man, that's... Battleface. Ja, das und das ist der, übrigens habe ich den Nein-Kennhund beschworen. Wow. Richtig gut gerade. Krass. Direkt Angriff, ja. Ich habe noch mehr als die Hälfte. Entspannte so. Sache hier. Endphase. Hä? Wärst du nur Monster? Scheint so. Einfach nur Monster. Tja. Okay, dann wollen wir mal. Ich spezial beschwöre. Indem ich auch meinen Hund abwerfe. Den mächtigen Trickreichen. Das ist natürlich stark. Natürlich ist es stark. Ist ja auch meine Karte. So, und dann beschwöre ich noch was Starkes. Warte, bevor. Ich muss eben lesen. So. Okay, ich beschwöre meinen Schiefernkrieger. Lächerlich. So. Lächerlich, welchen Damage du jetzt fressen wirst. Und zwar, ich greife an mit einem Schiefernkrieger. Attacke! Moment, stopp. Ich ziehe mir eine Sonnenbrille auf. Warum? Weil jetzt, ich habe Angst und das ist besser für mich jetzt. Achso, was? Ich hab Schaden bekommen. Hä? Angriff!
Tja. 3800. Schon führe ich mir Lebenspunkten. Was willst du da machen? Nee, übrigens Sonnenbrille, Pokerface, ihr kennt's, ne? Oh mein Gott. Oh. Pokerface. Ja, ich hab was Schönes für dich. Und okay. Zwar eine Karte, die du eben auch schon ausgespielt hast. Nachäffer. Oh, ja, wen willst du kopieren? Und damit kopiere ich natürlich den Trickreichen. Alles klar, mach das. Ich sag mal so, wenn das alles war, dann war es dein letzter Spielzug. Also das Problem ist, du hast verloren. Schieferkrieger so ein bisschen. Du hast verloren. Ja. Du hast verloren. Also, wir gehen mal in die Battle Phase und ich muss das leider machen. Mir bleibt da nichts anderes übrig, auch wenn ich jetzt einen extremen Nachteil bekomme dadurch. Ja, finde ich auch. Ah, Spielkraft. warte mal, ich sehe hier gerade, es lag. Digga, dein Herz! Okay, go zu Game 2. Naja, ganz langsam. Ich lasse dir mal eine Chance, ja? Danke. Bam. So! Ich fange an. Selbstverständlich hier. Spiel Nummer 100 startet jetzt. Das ist das allererste Duell heute. Nope. Und easy, Game 1, würde ich da mal sagen, ne? Zeig's! Und jetzt gehe ich in die Endphase. Ne, darf ich nicht. Das Spiel ist gecrashed. Easy. Das Spiel ist wieder gecrashed. Weißt du was, es kann doch nicht wahr sein, ey. Du musst jetzt mit den Sachen arbeiten, die wir aufgenommen haben. Das war das schlechteste Duell von allen einfach. Los geht's. So, ich mache etwas, was ich heute noch nie gemacht habe. Ich beschwöre. Mein Lord! Oh Mann! Aber ich kann weiter spielen! Ich setze eine Karte! Oh nein! Oh nein, ich heule! Dieses Spiel, ey! Oh shit, ich muss eine Sonnenbrille aufziehen, ich heule auch! Okay, weiter geht's. ja. Leute, falls ihr euch fragt, was haben die denn genommen? Das Spiel hat Folgendes gemacht. Und zwar, mein Ninja-Hund. Alles klar. Ich sehe keinen Hund. Hä? Hallo? Wir haben ein Disconnect. Oh, mein Gegner hat ein Disconnect. Ich beschwöre meinen Hund, der hat Angriffsmodus. Und ich sehe ihn ja diesmal auch. Dein Hund. Ich hab wieder ein Disconnect. Ich kann wieder nichts machen. Ja, deswegen, mussten wir jetzt hier ein bisschen lachen. So, dann ja, zeig mal jetzt. Ja, setzen. Wow. Das ist ja viel. Entweder, ich muss mich hier meine Drehen mal abwischen. Kelle. Oh Mann, okay, let's go. Ich fange an. Oha, ich dazu hat man übrigens auch immer, ganz kurz, Hygiene-Reinigungstücher. Oh Mann. Battleface, Attack! Oh, in die Falle getappt. Nee, in den Höhlen. In die Höhle. In die Höhle. In den Löwe. In den Das macht ja schon Werbung für irgendwelche Formate aus dem TV. Oh nee! Oh. Okay, das um das Spiel weiter spannend zu gestalten, würde ich sagen, mache ich einfach mal schwarzes Loch. Was? Oh Mann, warum? Mein Drache, meine Sturmechse ist nicht mein Drache. Als nächstes setze ich eine Karte. Wow, das Duell ist ja richtig spannend, wenn du mal Depth setzt. Oh. Hier laufen immer noch Drehen unter meiner Sonnenbrille durch übrigens. Ich aktiviere Scherbe der Gier! Oh, das ist nicht so gut für mich. Er hat mir mal, Judge, ganz kurz, hat mir jemand ein Taschentuch? Nee, hat keiner. Okay. Ich reiche dir gleich ein Taschentuch, wenn du verloren hast! Niemals.
Dann würde ich sagen... Ach, ich bin ja schon wieder dran, ne? Ich beschwöre eine sehr, sehr starke Karte. Für dich extra. Okay, zeig's. Und zwar... Mach es. Wer opfert? Meinen Feuerflügel-Pegasus. Oh nein, dein Pegasus. Aber die ist noch nicht stark genug. Ich aktiviere noch die geschmolzene Zerstörung. Oha, das wäre ich mächtig. 2-7 ist schon ein dick Party. Oder gehen wir mal die Battle-Base. Tja, ein Fehler würde ich sagen. Direkter Angriff. Das war ein Fehler. Ich aktiviere eine Feindkarte. Magischer Zylinder. Das war's mit dir. Oh, oh. Ja, und jetzt? Ja, Damit gehe ich in Führung. In der Main Phase 2. Okay. Um dich noch ein bisschen mehr unter Druck zu setzen. Ja, was denn? Kampfgeist. Das war ein Fehler. Main Phase. Das war ein großer Fehler. Du musst noch viel lernen. Ich ziehe. Oh ja, danke für deine geschmolzene Zerstörung. Denn die wird dein Untergang sein. Spalt! Und nicht nur Spalt wird wehtun, sondern auch das Frettchen wird dir wehtun. Frettchen hat 2200. Attacke! Bam! Oh, Kelle. Und du bist dann. Endphase. Und ich beschwöre einen alten Bekannten. Okay. Kennst du den vielleicht? Zeig es. Nein, kein Hund! Ja, den kenne ich. Mhm. den equippe ich. Oha! Mit schwarzer Anhänger. Und damit ist er 100 Punkte stärker als dein Monster. Und ich gehe in die Battle Phase. Amateur. Du hast etwas vergessen. Besondere Fähigkeit meines Frettchens. Wenn es zerstört wird, dann zerstöre ich dein Monster und du verlierst 500 Lebenspunkte. Und du verlierst auch 500 Lebenspunkte. Was? Ah. Wieso? Was? Nein, nein, nein! Ah. Schwarzer Anhänger. Endphase. Du hast was vergessen. Ich darf jetzt 3 Karten ziehen. So, ich ziehe. Und jetzt. ziehe ich 2 weitere Karten. Scherbe der Gier. Überhaupt nicht broken, die Karte. Und jetzt. Es war schön, mit dir gespielt zu haben, mein Lieber. Doch es ist vorbei. Ich kann das Elend nicht mehr weiter ansehen. Ich beschwöre ihn. Und spezial beschwöre meinen trickreichen. Oh nein. Und jetzt. Alles gut. Nein. Doch, ich muss los. Ist das der fucking Ernst? Ja. Ja, das war mal ein anderes Duell. Diesmal auf Link Evolution. Wie fandet ihr es? Soll ich mal öfter solche Duelle machen? Vielleicht auch mit irgendeinem anderen Gast oder so? Oder vielleicht halt eben wieder mit Julio? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet. Und falls ihr mehr Link Evolution sehen wollt, dann schaut einfach mal bei Julio vorbei. Denn der hat dazu auch nochmal ein Video hochgeladen. Das blende ich euch auch jetzt hier ein. Und ich würde sagen dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao!